Und weiter geht's mit Wolfenstein The New Order. Wir sind mittlerweile auf dem Mond angekommen. Gehen Sie einfach nur durch das Ja, machen wir. Als Chefwissenschaftler getan. Mond, 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 Mond. Ist so schön. Was ist das für ein Röntgengerät, bitte? Ich sehe da ein paar Granatsplitter. Andenken an den Krieg, wie ich vermute. Gut, einen anderen Veteran zu treffen. Ach, stimmt, die im Kopf. Keinen schönen Tag, sondern einen produktiven Tag. Hallo? Konzeptzeichnung, Mondbasis. Kapitel 13, Mondbasis. Wir öffnen an einer anderen Stelle. Da drin ist mein Gepäck. Da rein muss ich. Also die Tür öffnet sich bestimmt hier. Hä? Wo geht der Chefwissenschaftler hin? Wusstest du, dass der Chefwissenschaftler weiß, wo er ersetzt wurde? Ein goldener Stock. Okay. Ah, da sind unsere Sachen. Caroline, Anja, hört mich jemand? Willkommen, Blaskowitsch. Könnt ihr das Signal verstanden? Blaskowitsch, können Sie mich hören? Wie ist Ihr Status? Tja, ich bin hier auf dem scheiß Mond. Was für ein Großmaul. Ich mach das mit Pfeife aus. Also, Blaskowitsch, das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im Kommandomodul. Um zum Kommandomodul zu gelangen, brauchst du einen Raumanzug. Damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen. Jawohl. Sei vorsichtig, William. Oh, sie haben lange nicht mehr miteinander gepoppt, ne? Die Raumanzüge werden bei der Luftschleuse aufbewahrt. Am besten gehst du zu den Mannschaftsquartieren. Dann weiter ins Labor. Alles klar, jetzt hab ich dich! Alter. Leck mich am Arsch. Hilfe, 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 Hilfe. Was ist denn hier für eine Wumme? Okay, man kann auch die Leute verbrennen. Sehr interessant. Das ist natürlich doof gelaufen. Kam ich diesmal auch ohne Ballern durch oder sage ich jedes Mal sofort auf? Ah, ich bin aufgefallen, weil ich rumgeballert habe, ich Honk. La 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 la. Schön. Habe ich die einfach mal ausgetrickst, die alle. Scharfschützengewehr Laser. Medischock brauchen wir nicht. Ich hoffe einfach, dass keiner von hinten kommt. Da hinten ist der erste Kommandant, ich sehe ihn. Und er kommt hierher. Hier kommt in unsere Richtung. 11,
10, 9, 8, 7, 7. Wo ist der scheiß Kommandant? Da ist er. Fallen lassen bitte. Stirb. Alter, du hast die Waffe aufgehoben, du Idiot. Oh, Mann. Mann. Oh. Ich hab gedacht, er hätte das Scharfschützengewehr ausgerüstet, aber nein, er hat ja die Waffe ausgerüstet gehabt. Sehr schön. Jetzt gedacht, ich verpasse dem Typen einfach einen Kopfschuss. Da hinten ist der erste Kommandant. Dann ist der zweite. Ich würde ja hier schießen, aber ich traue mich einfach nicht. Alter, ich hab den Typen noch. Ich hab den doch. Ich bin tot, weil hinter mir das Geschütz steht. Alter, das kann doch ganz ehrlich nicht sein, dass ich den Typen Kopfschuss verpasse und dass der nicht drauf reagiert. Also, der hat schon drauf reagiert, aber er ist nicht tot umgefallen, wie er hofft. Och Mann, ey. Stealth-Mission, ich hasse dich. Vor allem in so einem Riesenraum, wo einfach jeder einen sehen kann sofort. So. Das nehme ich mir jetzt. Wo ist das Scharfschützengewehr? Da war das Scharfschützengewehr. Ach Mann, ey. Warten, warten, warten. Ach so, stimmt, das waren ja 7 Meter, nicht 11 Meter. Ich hoffe einfach, dass der andere Typ hier zurückkommt. Kommt einer. Jetzt warte ich, bis der Typ herkommt. Kann ich die Leiche nicht wegziehen? Der andere ist unter uns. Gerade geht er unten lang. Und der andere kommt näher. Warum ein zweihändiges in zwei Händen ein Scharfschützengewehr? Das macht doch gar keinen Sinn. Das reicht nicht. Wir gehen einmal außen rum, erledigen alle, die hier außen sind. Das ist die beste Variante, glaube ich. Der
Kommandant ist auf der anderen Seite und wir haben noch ein Fragezeichen übrig. Wir kommen. Komm, 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 schnell, 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 schnell. So, jetzt sind wir einmal hier oben rum. Oben taumeln schon mal keine mehr rum. Dann sind noch die beiden. Der Kommandant geht da runter. Der dreht seine Runde. Und der Hund ist noch irgendwo. So, jetzt lassen wir den Typen umkreisen. Einfach wir jetzt. Piu, piu, piu. Aber ich weiß, dass er nicht umfällt. Deswegen lasse ich das sicherheitshalber. Optimal zum Verstecken hier. Jetzt warte ich, bis er sich da hinstellt und dann holen wir uns um. Mache ich jetzt mal einen auf ein bisschen langsamer. In dem Paketband war auf jeden Fall noch irgendwas Verstecktes. Mist. Ach, Mann. Kommt er denn näher? Jetzt kommt er näher. Nee, jetzt geht er wieder weiter weg, hä? Verstehe einer diesen Kommandanten. Ach, ich weiß wieso. Ich bin eins zu weit. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Problem. Sehr schön. Achtung, Gas. Wo ist eigentlich der Hund? Leute, shh. Ich weiß nicht mal, wo der Hund ist. Wo müssen wir eigentlich hin? In welchen Raum? Wo ist das Geheimnis? Hier rechts. So, jetzt haben wir einfach alles einmal umrundet. Da unten ist noch was. Ein Update. Zielsucher. Alter. Das Ding wird ja richtig unheimlich aktuell. Ich glaube, einmal müssen wir nur rum. Aber hier haben wir einmal alle ausgeschaltet, ohne Probleme zu bekommen. Ist ja auch mal schön. Ich glaube, ich muss da durch. Ja, im B. Sehr schön. Gehen wir auf Pistole lieber. Ich hätte gerne nur eine. So, jetzt sind wir hier drüben. Da geht's nicht lang. Da geht's, wird es lang gehen, wieder zurück. Und er speichert freundlicherweise. Och, nee, nicht schon wieder. Es gibt einen Wartungstunnel, der die Mannschaftsquartiere mit den Laboren verbindet. Finde heraus. Ah, da sind die. Schön, dass ich dich gerade unterbreche, die ganze Zeit. Ich hab da eine Idee.
Und das hört gar keiner. Ich glaube, ich kann ihn überraschen. So. Wo geht's in die andere Richtung? Wo wollen wir hier hin? Ach, die wären wir hier reingegangen. Ach so. Warten wir, bis er nach links oder nach rechts geht, dann müssen wir. Nach links und nach rechts gehen war gut, da ist so ein Riesentypi. Mist. Ich habe wieder die Mighty 5 Waffe ausgerüstet. Oh. Ist leer. Dauert schon länger, bis er voll ist. Schon wieder leer. Nehmen wir Scharfschützengewehr und hier, für dich, hier, für dich. War was? Ich höre Alarm. Ich habe mich blöd angestellt. Hey, das sieht ja lecker aus. Man kann hier sehr viel mit Gas arbeiten übrigens. Man könnte die Hälfte der Leute in die Luft sprengen. Fällt mir gerade mal so auf. Welcher Raum ist das? Der vordere, wo ich eben drin war. Ich habe nicht gewusst, dass der andere Kommandant in dem Zimmer ist. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht so laut gewesen. Aber nein, ich musste ja da reinplatzen, aber wortwörtlich. Das ist falsch. Dass er mit der Waffe nicht rennen kann. Verstehe ich nicht. Nach links. Und dann durch den Wartungstunnel. Da war noch Munition, oder? Nee, das war die Waffe. Und hui! Was heißt das Piepen? Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht hier drin sein. Ah! Ich verstehe, das war die Waffe an sich, die gepiept hat. Den Typen da links lassen wir mal. Sieht das wie ein Krankenzimmer. Nach rechts gucken erstmal, ob da noch einer ist, zufälligerweise. Der geht weg. Wen? Ich seh dich, du Bastard! Hier ist jemand! Au! Wechsel jetzt die Position! Uh-huh.
Alter, stirb. Alter, das war cool, die hier. Guckt euch das mal an, Alter. Alter Falter. Wo geht's jetzt lang? Ach, draußen. Sechs Meter, fünf Meter, vier Meter. Wo ist denn der Kommandant gerade gewesen, der hier rum so nah war? Alter, wo ist der? Der ist über mir. Scheiße, 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 da ist der Typ. Komm her. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wieso wirfst du immer das Messer, ey? Wo ist der andere? Wo ist der andere Typi? Der ist hier drinnen, ne? So. Ja, es war ein wenig lebensmüde, aber geschafft ist geschafft. Die Geheimnisse sind mir gerade scheißegal in dem Raum, ist ehrlich. Ich möchte hier nur lebendig rauskommen. Hallo, ist hier jemand? Ist hier noch ein Geheimnis? Ja, hier, das eine können wir noch mitnehmen, hier in dem Raum. Und da können wir unser Ding auflassen. Hey, wir können auch unsere Waffe daran aufladen, ist ja cool. Interessant. Ich glaube, ich muss in das Loch. Ein weiterer Tage beim Tagebucheintrag, den wir hören könnten. Ach, das machen wir jetzt einfach mal. Mittendrin. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich temperamentvoll. Ich wollte einem von ihnen von meinem Fenster aus einen Blumentopf auf den Kopf schmeißen. Leider daneben. Er hatte Freunde dabei. Sie haben meine Tür eingetreten. Ich sagte, es wäre ein Unfall gewesen, aber sie schlugen und bespuckten mich. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Wie meine Großeltern. Aber sie können nicht kämpfen. Mhm. Weltraum, Marine, Weltraumsoldat, Kommandant, Weltraumwissenschaftler. Wo geht's jetzt lang? Da geht's rein. Wir sind bald da. Ja. Alter, wie wir uns ja durchgeballert haben. Leck mich am Arsch. Das ist ja heftig. Und in der nächsten Folge werden wir da runtergehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in der nächsten wieder. Mal schauen, was uns hier auf der Mondbasis noch so alles erwartet. Ich bin sehr gespannt. Tschüss, haut rein, euer Heinzelmann. Ciao.